Servusle, grüßt euch. Wir sind wieder bei Dark and Light, Leute. Alterle auf dem Weg, sich eine Welt zu erschließen. Mein Ziel ist übrigens auch, die nächste Hütte näher ans Schneebiom zu bauen oder was auch immer das da hinten ist, die Schneeberge. In die Richtung möchte ich mich so ein bisschen weiter fortorientieren, bis wir irgendwann fliegen können. Und jetzt kommen wir auch zum heutigen Thema. Ihr seht schon, die Dinger sind frei geworden, die Dachluken sind da. Ich habe die natürlich gleich probiert, ne? Wir sind ein bisschen farmen gewesen, der Alterle und ich, denn dieser Bogen wurde frei und damit auch die Möglichkeit, sich was zu zähmen. Es ist aber nicht ganz so einfach, habe ich gemerkt. Ich habe jetzt hergestellt, Leute. Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir haben diese normalen Pfeile, 27 Stück noch. Und ich habe doch die anderen hier, 36 von diesen anderen Pfeilen. Ja, ich bin auch schon mal losgezogen, habe gedacht, naja, dann schieße ich mal so einen 10-Pfeil auf ein Viech und nehme es mit heim. So einfach ist es wohl nicht. Man braucht auch, was auch frei wurde, einen Trog mit Futter. Den habe ich, glaube ich, schon hier drauf gesetzt. Hier genau diesen Trog. Und da muss man dann das passende Futter reinmachen, neben das Tier, das man zähmen will. So. Das ist schon mal grob klar. Ich habe 8 Äpfel, ich habe hier ein bisschen was, ich habe ein bisschen Gras geholt. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was fressen wird. Für mich ist jetzt das Allerschlimmste erstmal, pass mal auf, wir müssen ein bisschen auslagern, dann müssen wir trinken und dann suchen wir uns mal ein Viech und probieren es nochmal. Ich krieg die halt nicht zum Schlafen, weißt du? Das ist so mein Hauptproblem. Das räume ich jetzt alles mal hier rein. Das macht uns nämlich nur schwer. Und die Pfeile wiegen schon eine ganze Ecke. So. Jetzt war ich auch gerade draußen, ich war eigentlich schon auf dem Weg, dann kam hier so ein Goblin vorbeispaziert. Dann dachte ich, ja, machst du den noch weg? Da unten ist er, ne? Und dann ist mir mein Feuerzauber kaputt gegangen. Dann hatte ich keine Materialien mehr, den zu reparieren und so weiter. Jetzt bin ich aber einigermaßen hergerichtet. Der sieht mich nämlich jetzt auch gleich. So, mein Freund. Jetzt lasse ich das mal runterticken hier gemütlich. Das macht ja dann auch Schaden, während es tickt, weißt du? Und dann laufe ich da einfach immer so rückwärts und kite den so ein bisschen vor mir her, hinter mir her, wie auch immer. So, du bist jetzt platt, Alterle. So funktioniert es. Er hat mich gerade überrascht. Und in dem Moment geht mir der Feuerzauber kaputt, ne? Also der ist gerade frisch repariert jetzt. Hier, wir nehmen natürlich alles mit. Lassen den Kollegen hier liegen. Und sind natürlich auf der Hut. Jetzt muss ich aber echt mal trinken. Das bringt ja nichts, wenn ich dann immer drei Bären reinfutter. Und dann schauen wir mal. Das Problem, das ich halt tatsächlich habe, ist, ich habe den Bogen gebaut. Das ist alles da, Leute. Die Theorie sagt, wir können zähmen. Wir können auch so schleichen, habe ich gemerkt, ne? Aber die Viecher rennen mir halt immer weg. Also ich kriege tatsächlich den Pfeil rein. Ich kann auch den Pfeil im Boden fixieren. Aber die hüpfen mir davon. Die hopfen mir davon, Leute. Ich bin mal gespannt, ob ich es jetzt schaffe, wenn ihr dabei seid. Das wäre natürlich super. So, komm, trink mal einen Schluck. Ja, so, jetzt hat mein Alderle mal wieder einen vollen Bauch mit Wasser. Ist auch gut. Was jetzt hier ebenfalls noch fehlt, sind Viecher. Ich hätte ja gern ein Schwein, aber ich weiß jetzt nicht, esst ein Schwein. Was isst denn ein Schwein? Äpfel normalerweise. Wir haben auch nur 8 Äpfel. Vielleicht sollte man noch ein paar Äpfel runter basteln. Komm mal her, wir machen noch ein paar Äpfel. Nicht, dass es nachher am Futter liegt. Kommen jetzt hier Äpfel? Ich habe noch keine Sichel, ne? Eine Sichel habe ich gelesen, dass es mit einer Sichel besser Äpfel gibt. Ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt schlage ich mal dreimal rein. Kommt da ein Apfel mit? Nee, muss ich dann vielleicht mit der Axt das machen? Da kommen die, da kommt halt Holz. Und da sind wir gleich wieder überladen mit Holz. Ein Apfel, yay, Alterle. Ein ganzer Apfel. Tannen geben ja normalerweise keine Äpfel. Ich probiere es trotzdem. Man weiß es ja. Ja, guck, die Tannen haben auch Äpfel hier. Ja, ist ja okay. Hab ich was gehört? Nee. Jetzt machen wir nochmal eine Auslagerungsrunde gleich mit dem Holz und dann gehen wir los. Ich will einfach nur mal ein Tier gezähmt haben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich was zähme, was angreift, dann wird es doch leichter sein, ne? Weil das hopft ja nicht weg. Aber so ein Wolper-Dinger, Alter, ist gar nicht so einfach. Da über die halbe Map flitzen muss. So, ich muss jetzt nur nochmal auslagern gleich das Holz. Wir sind schon wieder knallevoll damit. Wegschmeißen will ich es dann aber auch nicht, weil wir können nämlich Holzkohle davon machen. Und die braucht man nämlich auch ständig. So, es ist jetzt auch ganz früh morgens. Die Tiere kommen wahrscheinlich erst noch raus. Das würde ich gerne probieren. Und dann erschließen wir uns so ein bisschen das Gebiet an der Klippe entlang Richtung Schneegebiet. Jo, das passiert ständig. Die Dinger sind sowas von schnell kaputt. So, was fehlt denn jetzt wieder? Stein. Es ist. Hier, da habe ich auch neue Sachen bekommen. Tinte und Papier oder so irgendwas. Müssen wir auch mal noch gucken, was man damit macht, wie man es macht, warum man es macht und so weiter. Das gefällt mir richtig gut, unsere erste Hütte. Es ist wunderschön. Auch mit dem Strohdach jetzt, das man oben aufmachen kann, finde ich super. Schaffen wir das, diesmal reinzuhüpfen? Habe nämlich auch schon so meine Probleme gehabt. So, durchsuchen. Wie sieht es hier holztechnisch aus? Da können wir noch ein bisschen nachlegen. So.
Dann haben wir hier wieder Schwarzpulver, das hole ich immer gleich raus. Ich nenne es Schwarzpulver, weil es aussieht wie ein Schwarzpulver-Symbol. Entschuldigung, ist Holzkohle, ne? So, mein Freund, Holzkohle raus, Holz raus, Stein rein. Das Ding kurz repariert hier. Wie sieht es denn jetzt aus? Tragekapazität geht. Jetzt können wir eigentlich los, ne? Wir haben gegessen, wir haben gefuttert. Was jetzt halt hier fehlt, und das ist auch so eine Geschichte, dieses Zeug hier, da habe ich auch so ein Problem. Ich habe nämlich welches hergestellt, aber ich glaube, dass das kaputt geht mit der Zeit. Wir können doch aber schlafen, dann müsste es eigentlich wieder gut sein, oder? Pass mal auf. Vielleicht sollte ich den Schlafsack einfach hier aufgesetzt lassen. Mach das mal auf die 4. Was fehlt denn auf der 4 eigentlich gerade? Was fehlt denn auf der 4? Keine Ahnung. So, Alter, der pennt. Was passiert, wenn er pennt? Geht das jetzt alles wieder in richtig? E für weitere Optionen. Ne, ist gut, Alter. Jetzt bist du hergerichtet. Jetzt können wir los. Jetzt können wir los. Was fehlt denn jetzt auf der 4? Auf der 4 fehlt die Axt. Alles klar. Ich sag's dir, bis ich da richtig drin bin, wird's eine Weile gehen. Aber ich habe auch nicht vor, das Spiel morgen zu beenden. Von daher werden wir viel, viel Zeit haben, uns hier drin aufzuhalten. Jetzt wird's auch immer farmintensiver, glaube ich. Und das wird schon noch sehr interessant. Gibt's jetzt hier ein Tier? Ich hätte ja gern ein Schwein, weißt du? Aber nachher frisst ein Schwein zum Beispiel Trüffeln und ich muss erst noch Trüffeln finden oder sowas. Weil Schwein und Pilz, könnte ich mir schon gut vorstellen, das harmoniert. Und als ich so geguckt habe, wie das mit dem Zähmen funktionieren soll, habe ich auch was gelesen von Pilzen. Hier ist jetzt kein Tier. Jetzt ist mal wurscht. Hauptsache, wir haben mal eins, weißt du? So, sammle gleich mal noch ein paar Blüten ein. Wenn wir schon mal hier unterwegs sind, soll sich das auch rentieren. Gras. Vielleicht fressen ja diese Wolperdinger Gras, weißt du? So. Vor allem, welche Wolperdinger. Hier ist kein Tierle mehr. Hier ist kein Tier mehr. Als ob die das riechen, dass der Alterle hier auf 10 Tour gehen will heute. So, ich mache das jetzt anders. Ich habe, wie gesagt, schon probiert mit einem Pfeil, mit 2, 3. Ich bin dem Ding schon hinterher geküpft. Habe immer gewartet, bis ein Pfeil abgerissen ist, den nächsten gesetzt. Wenn jetzt ein Viech auftaucht, Leute. Wir gucken mal, dass es nicht ganz so viel vom Level über uns ist. Und dann haue ich da 3, 4 Pfeile hintereinander rein. Das ist mir wurscht, bis es irgendwie... Guck mal, das geht die ganze Zeit, egal wie ich unterwegs bin. Irgendwas ist ständig kaputt. So. Das ist der Wahnsinn, wie schnell das Zeug kaputt geht. Aber da kommt ja irgendwann Besseres, ne? So. Wir brauchen eigentlich nur ein Tier. Ich will nur nicht so ein hässliches Schaf unbedingt. Ich hätte gern einen Wolperdinger. Oder ein Schwein. Ich weiß auch nicht genau, wie weit ich mich jetzt hier reinwagen kann. Alterle. Also da habe ich tatsächlich nachlesen müssen, ne? Weil das hat sich mir nämlich gar nicht ergeben. So, machen wir hier noch ein bisschen Blumen weg. Bären können auch nicht schaden. So, hier. Und schön aufpassen auf die Goblins. Nimm denen den Lebensraum. Die verstecken sich nämlich gern, die Schweine. So. Ja, meine Bronchien sind so ein bisschen belegt, ne? Die ersten Herbstmomente hier schon eingefangen. Da bin ich immer gleich dabei. Jetzt nimm mal gleich den Bogen raus. So. Hier wird doch jetzt irgendwo auf der Lichtung, so Gott will, ein zähmbares Tierle auftauchen. Hallo? Gibt's das, dass jetzt hier keine Tiere mehr sind? Jetzt, wo ich was machen will damit, weißt du? Ich gehe da nicht in die Lichtung rein. Das könnt ihr mal ganz arg vergessen, sage ich euch schon mal jetzt an der Stelle hier. Wenn ich laufe mal zur Stadt zurück, da hat's Wolperdinger. Ah, es nebelt. Ich denke mal fast, dass es gleich regnen wird. So. In diesem Gebiet sollte man aber, glaube ich, eher den Feuerball richten, ne? Sieht jemand ein Tier oder irgendwas? Leute, irgendwas? Als ob wir allein auf dieser Welt wären, weißt du? Komisch. Ich habe jetzt auch schon rausgefunden, da ist wieder die Wache, ne? Hat mich schon wieder erschreckt, der Kerl. Level 40, genau, das ist der. Der hüpft schon, ich zähm gleich den. Guck mal, wenn der gerade hier gelaufen ist, dann ist doch hier bestimmt kein Feind, oder? Hallo? Wir wollen gerne ein Haustier haben, dass der Alterle hier nicht so alleine ist. Oder soll ich mir so einen Geier holen? Ich habe nämlich gesehen, wenn ich im Bestarium gucke, da sehe ich zumindest hier das Zeichen, sieht nach Pflanzenfresser aus, weißt du? Aber der frisst Fleisch und das habe ich noch nicht alles zusammen. Also der Geier. Den können wir uns dann erstmal nicht holen. Jetzt regnet. Es ist schön, dass es regnet. Da hinten ist auch dieser Geier, der mir jetzt nichts bringt. Alles klar, es ist aber erst 9.33 Uhr, Leute. Es ist so typisch, oder? Es ist so typisch.
Wahrscheinlich, weil ich jetzt wirklich bestmöglichst vorbereitet bin, sagt sich das Spiel, nee, Voucher, du kriegst heute kein Tier. Da ist ein Goblin. Ah, wir rennen weg, aber nicht lange. Hängt der am Baum fest? Dann bist du nämlich gerade selber schuld. Tschüss. Dann können wir jetzt auch mal schön sehen, wie das runtertickt. Siehst du? Mit einem Feuerball. Mit zwei Feuerbällen. Ja, mit zwei Feuerbällen ist er tot. So. Das mit den Bäumen, also dass die Mobs so an den Bäumen festhängen, das ist wahrscheinlich auch... Manchmal ist es ganz nützlich, ne? Aber ist eigentlich auch Bug-Using, wenn man es genau nehmen will. Aber ist Early Access, da darf man sowas. So. Die hängen ja nicht alle an den Baum fest. War da jetzt noch was? Oder war das der Baum, der mich jetzt hier so erschreckt hat? Hey Leute, super, ne? Kein einzigster Wolverdinger, kein Schaf hier, gar nichts. Soll ich mal da runterlaufen? Wir laufen mal da runter. So, ich möchte in den nächsten Folgen auf jeden Fall tatsächlich einen Ausflug machen. Da unten ist so ein Wasserbüffel. Aber ich glaube nicht, dass man gleich so was Großes dann braucht. Was kommt denn da angelaufen? Da ist ein Wolperdinger, Leute. Da ist einer. Was hat's denn da unten alles? Da hat's auch wieder einen Goblin. Da laufen ganz viele Goblin rum. Goblinse. Und da jetzt reinlaufen. Welches Level hast denn du? 4! Den krieg ich vielleicht mit 2 Pfeilen. Probier mal. So. So, weißt du, jetzt mache ich den so und setze das hier rein und dann rennt der nämlich schon weg. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich hau da jetzt alles. Komm her. So, weißt du? Jetzt habe ich schon 3 Pfeile in dem Viechle drin. Das geht doch so, oder? Es kann doch nicht sein, dass ich so viele Pfeile brauche. Ich habe keine Ahnung, Leute, was ich falsch mache. Gibt's das? Guck mal. Jetzt erklär mir mal einer. Das gibt's doch nicht. Das stimmt doch so nicht, oder? Jo, jo. Ist gut. Ich wollt's nicht. Ich wollt's echt nicht, Alter. Jetzt liegt er da unten. Was muss ich denn da beachten? Jetzt habe ich wirklich... Wie viele Pfeile habe ich denn da jetzt reingeschossen? 7 Stück. 7 Stück in so einen kleinen Brom... Boah, und jetzt kommt der hier. Das war klar. Das war aber doch klar, ne? Das kennen wir doch. Einer. Oh, der ist aber schon schnell umgefallen. Da kommt der Kumpel. Jetzt hat es kurz gespeichert. Habt ihr gesehen? Alter Schwede, wie kriege ich so ein Tierle gezähmt? Das gibt's doch fast nicht. Komm, flieg um, Digga. So, die plündere ich natürlich. Die haben immer diese Dinger dabei. Ich weiß nicht, wie ich zähmen soll. Oh, da war was Neues. Eine Keule. Eine Keule. Alles klar, Leute. Also das mit dem Zähmen muss mir vielleicht doch nochmal jemand genau erklären. Weil bei mir funktioniert es nicht. Was kann ich denn? Da kann doch nicht viel falsch passieren. Pass mal auf. Und der ist Level 16. Jetzt pass auf. Ich schieße das hier rein. Dann steht hier Fix Your Hog. Mach ich, ne? So, dann schieße ich den nächsten Pfeil. Fix mein Hog. Schieß wieder einen Pfeil. Fix mein Hog. Und der rennt mir dann nur weg. Kann man die überhaupt nicht zähmen vielleicht? Kann man die vielleicht gar nicht zähmen? Das wäre natürlich der Hammer. Wo ist denn der komische Flöbel? Hier. Was ist denn das hier für ein Zeichen? Ei, kann das sein, dass ich den nicht zähmen kann, weil er kein Halsband hat, oder? Jo, das erklärt es natürlich, dass die nie schlafen. Oh, super, ich habe selber mal was rausgefunden. Kann das sein, dass ich keine Hasen zähmen kann? Ich will aber kein Schaf jetzt nehmen, deswegen. Oh, das könnte vielleicht sein. Das könnte vielleicht sein. Dann lasse ich jetzt mal die Hasen außen vor. Wo ist denn das Große? Keine Ahnung, der ist bestimmt unter Wasser jetzt. Nee, alter Brombeerhüpfer, du brauchst dich gar nicht so anschauen. Ich will dich nicht mehr. Da hinten ist ein Elch. Keine Ahnung, kann man einen Elch zähmen? Hier ist ein Schwein, Leute. Ein Schwein frisst doch aber auch Dingsbumse. Dings, ne? Fleisch, sag ich schon. Obst und Gemüse und sowas. Guck mal, 16er Eber, vielleicht kriege ich den. So, Alterle. Siehst du, das ist viel einfacher. Ne, ist nicht einfacher. Ich muss den... Boah, Alter. Ist der schnell? Ist der schnell? Wow, renn, Alterle, renn!
hier um die Bäume rum. Vielleicht können wir da irgendwo ein... Guck mal, wie schnell der ist, weißt du? Jetzt müsste ich mich eigentlich mal wieder drehen. Fix dein Hock. Ey, komm, der ist Level 16. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss ich mich auch noch heilen. Alter, hüpf weg, hüpf weg. Der macht dich halt platt. Was war das jetzt? Jetzt ist mein Bogen kaputt. Es geht die ganze Zeit so. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Hallo? Da kommt's wieder. Das Schwein kommt zurück. Das Schwein ist zurück, Leute. Das hat nicht geklappt, ne? Kannst du mir mal sagen, warum du nicht einfach einschläfst, Alter? Weiß ich, treffe jetzt aber auch momentan gerade nicht so wirklich, oder? Boah, renn, Alter. Er ist umgefallen. Ich mach zur Sicherheit mal noch einen hin. Jetzt schläft's, ne? Jetzt schläft's, Leute. Jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Mit 6 könnte ich dann... Stelle ich ihm direkt vors Maul? Jetzt ist die Frage, was frisst ein Schwein? Hier, ne? Irgendwas passiert hier. Wildnis, bla bla bla. 10 Bar von Alderle. Ich habe keine Ahnung, was es frisst. Gras? Also Gras geht auf jeden Fall mal runter. Ich mach mal Gras rein. Vielleicht mag es auch Blumen. Oder vielleicht mag es eher Äpfel. Boah, Alter, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Aber so weit war ich noch nie. Das teile ich jetzt auf. Dann haue ich ihm hier Äpfel rein. 87. Ne, Gras bewegt sich nicht mehr. Nur Äpfel. Äpfel passiert was, ne? Mach mal die ganzen rein. Ich opfer alles. Ich opfer jetzt alles, was wir haben. Ess mal dumm ein paar Fleisch, Alter. Wie sehe ich ihn jetzt? Guck mal, Zähmen. Ah, das ist der Zähmbalken und Konstitution. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich hau dem nochmal einen Pfeil rein, zur Sicherheit, oder? Halt, nee, 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 Alter, nicht draufschlagen. Mach's auch nicht kaputt. Sicherheitshalber einfach. Aber der braucht wahrscheinlich viel mehr zu fressen. Aber es funktioniert auf jeden Fall irgendwas, Leute. Es funktioniert was. Vielleicht kriegen wir tatsächlich hier den Eber, Alter Schwede. Das wäre so super, Alter. Zähmen ist jetzt... Alter, das dauert aber lange. Bestimmt frisst er auch was anderes. Die Konstitution geht doch hoch. Jetzt gerade sehe ich das da. Ne, die geht runter. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich mache mal hier noch ein paar Äpfel. Dauert es so lange vielleicht, oder? Also, was habe ich gelernt? Meine ganzen Versuche, mein ganzes Tun und Sein konnte nicht klappen, weil der Wolperdinger nicht zähmbar ist. So sehe ich das jetzt momentan. So, ein Schaf habe ich nicht probiert. Ist das Schwein noch da? Es ist noch da. Wie sieht es in seinem Trog aus? Hau doch hier gleich mal noch Gras dazu. Es wird wahrscheinlich halt nichts bringen, oder? Wie sieht es bei ihm aus? Zähmen ist jetzt fast bei der Hälfte, Leute. Kann das sein, dass es so lange dauert? Es wird sich lohnen. Guck mal, wie schön der ist. Alles klar, Alterle? Ich kann natürlich immer wieder auch mal so einen Pfeil reinhauen. Ich mache das jetzt einfach, weil ich unsicher bin. Gerne, wenn da Tipps sind oder wenn da erfahrene Zähmmeister von euch bessere Ideen haben, immer her damit. Ich versuche jetzt hier einfach nur alles. Jetzt habe ich auch nur noch 4 von den Pfeilen, ne? Guck mal, da kommt jetzt wieder kein Apfel. Alter, ist noch alles gut? Zähmen ist bei der Hälfte. Wildnis, keine Ahnung, wie genau ich das sehen muss. Es ist nur 16. Ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist. Haben wir die Möglichkeit, noch Pfeile herzustellen? Von diesen Kringelpfeilen. Was würde mir denn da fehlen? Natürlich, klar, das habe ich jetzt hier nicht. Ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht, dass ich die dauernd nachsetze. Wie sieht's im Futter aus? Der frisst auf jeden Fall die Äpfel, ne? Haben wir neue Äpfel gewonnen? Nee. Wir versuchen mal noch ein paar Äpfel zu kriegen. Komm, da vorne ist noch ein Baum. Ich hoffe, der bleibt hier. Jetzt habe ich dem Viechle da unten eine mitgegeben. Ja, und Fleisch. Fleisch frisst er, ne? Der frisst schon. Da ist ein Apfel wieder. Da war ein Apfel. Wir gehen wieder zurück.
gleich mal in seinen Druck reingeguckt, genau. Umgeschalten. Wo sind jetzt die Äpfel hier? Und das kann raus. 88, Merkmal 88 Gras. Ich hoffe, dass das funktioniert, was ich hier mache. Ich hoffe sehr, dass das funktioniert. Ein Schwein wäre das dann. Das wäre natürlich obergeil. Da ist wieder ein Apfel. Gut, da muss man halt in Zukunft, wenn man sowas macht, richtig fett vorbereiten. Und da darf man nicht nur mit drei Äpfeln losen, so, ne? Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das könnte hinhauen. Das wäre vielleicht die Möglichkeit, dass wir ein Viech haben. Ich gebe auch erst einen Namen, wenn wir es wirklich haben. Dass es da schon liegt und schläft, finde ich schon cool. So, Alter, guck mal, ich habe dir noch mehr Äpfel. Machen wir das Gras erst wieder raus und wieder rein. Wie geht's ihm denn? Zähmen ist fast voll, Alter. Ich glaube, das haut hin. Ich glaube, das haut hin. Alter, das wäre unser erstes Tier. Und gleich ein Schwein. Alter, ich hopf an dem Wolperdinger rum, weißt du? Und denk mir, das kann doch nicht sein. Ich bin über die halbe Map gejagt wegen dem Viech. So, komm, weiter geht's. Das Holz könntest du fallen lassen, weil er läuft ja fast nicht mehr. Ich hör's noch brummen. Alter, dann hätte ich eine Saune eigene. Ist das nicht der Hammer? Ah, ich hätte noch gern ein paar Äpfel. Da ist noch mal ein Äpfelchen. Sehr schön. Das machen wir auch noch. Dann lagere ich das Holz aus. Oh, bitte lass das klappen. Ich habe voll Bock auf das Schwein jetzt. Es ist mittags 3 Uhr. Genau die richtige Zeit, um sich ein Schwein zu fangen, weißt du? Objekt fallen lassen. Die zwei Äpfel. Komm, renn hin. Renn hin, zoom. Alterle, lass ihn nicht allein. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Pfeil nachschießen muss. Ich mach's trotzdem. Ich mach's trotzdem. Ich weiß es nämlich nicht sicher, ob man das muss oder nicht. Komm, den nächsten zwei Äpfel hier reinkauen. Das raus, dann wieder rein, dass er erst die Äpfel frisst. Ich glaube, der mag lieber Äpfel. Ich bin mir nicht so sicher. Zähmen ist fast oben, Leute. Das könnte doch hinhauen. Alles kann hinhauen. Ich hab schon einen Namen, ne? Ich hab schon die ganze Zeit einen Namen, seit ich ihn gesehen hab gerade. Ich sag's aber erst, wenn er uns gehört. Boah, und vor allem muss ich dann was beachten, dass der mir nicht abhaut. Oh, guck mal, da war ein Apfelbaum, glaube ich. Gleich zurück zum Bauen das ein, Alterle, komm. Bau ihm das ein, der hat doch die Äpfel verdient. Das siehst du doch genauso wie ich, oder? 5 Äpfel! Da spielt die Glücksfee mit uns heute. So, Alterle, wie sieht's aus? Oh, mach weiter, ich mach weiter mit Äpfel. Ich bin so aufgeregt wie beim ersten Mal, als ich was gespielt habe, weißt du, in meinem Leben. Nicht Bären. Hier ist noch ein kleiner Baum, da könnte ein Äpfelchen dran sein. Alter, wenn ich den krieg, das wär's doch. Kann man Schweine dann überhaupt reiten? Das weiß ich nicht. Mir wär's aber schon recht, wenn er einfach nur dabei ist. Der muss von mir aus... Oh ja, Alter, das klappt. Das klappt. Hier, nee, da war gar kein Apfel dabei. Was mache ich denn? Aber was eine lange Geschichte. Ich dachte, ne, man geht da schön hin und zähmt es. Mach mal den Holz raus. Objekt fallen lassen. Du läufst nämlich wie eine alte Omi. Und zwar eine, die nicht mehr wirklich fit ist. So, komm, hier noch ein Apfel oder was dabei? Dein Eber benennen. Wir haben ihn. Jetzt kommt der Name, Leute. Gurktaler. Dieser Eber heißt Gurktaler. Wo ist der jetzt? Hi, Alterle. Er könnte nicht uns. Ist das geil? Voll die Freude. Ah, der hat ein Inventar. Dem kann ich jetzt was auf den Buckel packen, oder was? Kosmetisch, Sattel. Gesundheit, Angriff, Mana. Steht irgendwo, wie lieb der zu uns ist. Er levelt. Gurktaler. Ist übrigens, es gibt dieses... Guck mal, wie er gegen den Wind hebt hier. Gurktaler, ist das geil. Jetzt pass mal auf. Hajo, dem kann ich Zeugs zum Tragen rüberstecken. Gurkes. Der Gurkes, Alter. Hier, den Knüppel darfst auch tragen. Mach die Pfeile aus dem Gurktaler raus. Alles klar, Alter. Dann sammle ich das natürlich wieder ein. Komm mal her. Läuft der mir jetzt immer mit? Sorry, Leute. Ich bin total geflasht gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gefühl so geil ist. So, Alter, jetzt komm. Bin mal gespannt, ob der mitläuft. Ja, klar. Klar, Alterle. Wir müssen noch viel zusammen lernen. Kann ich das wieder mitnehmen? Oh, ich hoffe, dass mir... Ich hoffe, dass er jetzt nicht abhaut, wenn ich das mitnehme. Alles klar, Alter. Komm, wir gehen heim, Großer. Komm.
Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Wie spaßig. Jo, der wird auch schneller. Wir haben ein Schwein, Leute. Gurktaler, ne? Gibt's in Österreich die Stadt? Gurktal. Ich hab's aber eigentlich eher aus dem... Gab mal so einen Kräuterschnaps. Der hieß auch Gurktaler. Der schnellste ist aber nicht gerade. Ist das der Hammer? Oh, wir haben auch ein Level-Up, Leute. Muss ich auch noch vergeben. Ich würde fast sagen, wir nehmen ein bisschen auf Mana. Und wir werden hier etwas auf Gewicht wieder gehen. Wir haben ein Schwein. Wir haben ein Schwein. Ist das jetzt das Zeichen, dass wir den haben? Nee. Alter, du bist nicht wirklich schnell. Muss ich dir mal so dazu sagen. Reiten kann ich das jetzt aber ohne Sattel noch nicht, ne? So, komm, Alter. Ich will dich einmal zur Hütte gebracht haben. Dann machen wir für heute Schluss. Den nehmen wir natürlich mit, wenn wir dann losziehen. Komm hier hoch. Da oben ist die Hütte. Muss man den Viechern auch so einen Druck hier hinstellen, dass die hier auch was zum Essen haben? Ich wäre bereit, es zu tun, weißt du? Ich wäre da einfach jetzt bereit, es zu tun. Haben wir den Trog eingesammelt? Oder habe ich den jetzt stehen lassen unten? Ich sehe nichts. Da kommt er ankümpelt. Herrlich. Guck mal, Alter, hier ist dein Platz. Jetzt ist die Frage, wie kann ich den hier abstellen? Er ist echt nicht der Schnellste, ne? So, haben wir zufällig einen Sattel? Kann ich einen Sattel bauen? Nee, ne? Was ist denn das hier? Wandfackel. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Schauen wir hier so ein bisschen durch. Wie sieht es denn hier aus? Zähmen. Was ist denn das da? Seelenunterdrückungsstein. Und das da? Beschwörungspool. Ich habe keine Ahnung. Forging. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Wenn ich den jetzt reiten wollte, was muss ich denn da anstellen? Hier ist dieser Trog, ne? Ja, Leute, wir machen jetzt an der Stelle Schluss. Ich denke mal, da kommt von euch bestimmt der ein oder andere Hinweis. Ich bin tierisch happy, dass das schon mal geklappt hat hier. Für mich wäre jetzt wichtig, wie kann ich das jetzt dem sagen, dass der hier zum Sattel, was zum Reiten Sattel anlegen. Ja, wir haben noch keinen Sattel. Alles nehmen. Wie kann ich dem jetzt sagen, bleib da sitzen oder sowas, weißt du? Konzentration, das ist praktisch sein Ding. Aber er hat aber auch Hunger, weißt du? Da müssen wir auch gucken, denke ich mal dann. Oder ist das eine Gurktaler? Das ist schon er. Wie kann ich dem sagen, dass er da hinsitzen soll? Was ist denn das da? Was ist das? Pläne, ist klar. Das ist das da. Das ist, was er hat. Ich habe keine Ahnung, Leute. Bleibt der vielleicht auch... Vielleicht muss ich mit E draufbleiben. Ah. Ah. Zum Reitelsaden open. Zielbereich vorne mittlere Reichweite. Aggression sanftmütig. Befehl weiterleiten zu folgen. Name ändern, durchsuchen, Gurktaler. Alles klar, da probiere ich jetzt noch ein bisschen rum. Wir sehen uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Schon wieder Level. Jetzt sind wir schon Level 12. Wie ist denn das jetzt wieder gegangen? Alter, bis morgen.